Palim, Palim, die Post war da. Ja, es verspricht schon ein super Paket zu sein, wenn es komplett mit Gaffertape umwickelt ist. Ja, wo das herkommt, könnt ihr euch schon so ein bisschen denken. Es kommt tatsächlich aus der Audio-Video-Ecke, so Veranstaltungstechnik und so. Ich habe da nämlich was gefunden oder, naja, ehrlich gesagt, ich habe es nicht gefunden. Ich habe es von einem gewissen YouTube-Kollegen im Video gesehen und dann war ich offensichtlich schnell genug, um noch was davon abzubekommen. Also suche ich mir mal irgendwas zum Aufmachen, ja? Und dann machen wir das mal auf. Ich habe nur gerade die Schildchen abgemacht. Und dafür befindet sich Spielzeug. Match LED. Das hier sind RGB LED Panels. Und ja, die sind halt ein bisschen größer als das, was ich hatte. Das hier ist 64x64. Das mal 4. Und ja, das ist natürlich eine ordentliche Fläche. Gibt einen kleinen Haken. B-Ware. Hier sind wahrscheinlich kaputte Pixel, kaputte Zeilen, was auch immer. Die sind in professionellen Installationen rausgeflogen, weil geht nicht richtig. Aber ja, ich hoffe doch mal, dass ich die irgendwie wieder in Betrieb bekomme. Klingt jetzt nur mäßig schwer, ein paar LEDs zu tauschen. Ich meine, die Dinger sind zwar aufwendig, aber jetzt nicht so, ja, ich sag mal, elektrisch sind sie einfach, aber sie machen halt einen schönen Effekt. Und ja, wir haben vier Stück, wir haben sogar die Kabel drin. Oh, mit Stromkabel. Das ist einfach nur Padding. Ja, das ist einfach nur Padding. Gut. Und ja, würde ich mal sagen, ich habe neues Spielzeug hier. Und au! Okay, hier stehen Pins raus. Nicht gut. Nicht von hinten reinpacken, das habe ich schon gelernt. Und wie man sieht, das kann doch eine schöne große Wand geben. Soweit die Theorie. Also kümmern wir uns mal um die Rückseite und da ist nicht viel anders. Also im Prinzip ist das alles identisch wie bei dem anderen Panel. Können wir auch mal hier daneben legen und gucken. Wir haben so den Eingangspin bis hier. Wir haben die Stromversorgung, wir haben den Ausgang und wir haben die Treiber. Der einzige Unterschied, wir haben das Ganze, die Treiber jetzt entsprechend nochmal hier drunter für die 64 und dann entsprechend das Ganze viermal. So, die stecken wir jetzt nicht mehr ineinander, sondern machen das hier schön lose. Und dann stecken wir einfach mal ein 64er dran. Nehmen wir mal das hier. Pinout ist hier entsprechend beschrieben, ist allerdings dasselbe wie üblich. Einziger Unterschied, da muss man ein bisschen aufpassen, bei den 64er Panel gibt es eine Leitung mehr. Und zwar hatten wir ja bei den anderen A, B, C, D. Hier, der hat noch ein E dabei. Und da muss man ein bisschen aufpassen, der E ist nicht standardisiert. Der ist je nachdem, was für ein Panel man holt, an unterschiedlichen Stellen. Ist ein bisschen was, wo man drauf achten muss. So, ich würde sagen, ich hole mir mal ein paar Kabel und das Pinout, wie wir das an ESP ranbekommen. Dann gucken wir mal. So, einen kleinen Punkt haben wir noch. Und zwar, der ESP ist eigentlich zu schwach, um die Panels zu steuern. Deswegen macht er einen kleinen Trick. Der macht nämlich nur monochrom quasi. Das heißt also, der gibt nur eine Farbe aus. Aber die eine Farbe kommt hier hinten ja wieder raus, um zum nächsten Panel zu gehen. Und was der hier macht, ist dann eine Farbe senden, die kommt hier hinten wieder raus und geht in die nächste Farbe rein. Und so werden die Farben quasi nacheinander gefüllt. Ist dadurch etwas abenteuerlich in der Verkabelung, weil wir den Ausgang hier teilweise wieder an den Eingang anschließen müssen. Ich werde mal gucken, ob ich genügend Kabel habe, das mit denen hier zu machen. Das hätte nämlich den wunderschönen Vorteil, dass ich das gleich auch auf die anderen Panels stecken kann. Ich muss sie alle durchtesten. So, die Loopbacks sind jetzt gesteckt und dann geht es weiter mit den entsprechenden anderen Pins, also zum Beispiel A, B, C, D und E. Die kommen hier bei dem auf die Pins D1, D2, D8, D6, D3. Und ja, ich glaube auch das anschließend ist jetzt nicht so kompliziert. Ich werde jetzt hier entsprechend Buchse und Stecker und so kombinieren. Wie gesagt, ich möchte das Ganze so haben, dass ich am Ende nur noch die zwei Stecker hier umstecken muss, wenn ich die einzelnen Panels durchteste. Als nächstes haben wir dann noch Strobe, Output Enable, Clock und der eigentliche Datenkanal, der Rot. Das sind auch nochmal vier, die kommen auf die verbleibenden Pins, also Strobe auf D0, Output Enable D4, Clock D5 und R1, also der Datenkanal auf D7.
klingt, als ob man das hinbekommen kann. So, und damit ist das Chaos soweit komplett. Ich habe noch einen dazu gemacht, der steht nicht auf der Liste drauf, aber sollte man eventuell anschließen, und zwar Ground. Ground von hier auf irgendeinem Ground von da. Ist nicht zwingend notwendig, wenn ihr dasselbe Netzteil benutzt, um den hier und das Board zu versorgen. Wenn ihr unterschiedliche Spannungsversorgungen habt, kann euch das sonst ein bisschen in den Hintern beißen, wenn ihr da kein Ground verbunden habt. Gut, ich gehe mal jetzt noch ein Micro-USB-Kabel suchen, klemme das an den PC und eventuell sollten wir hier für uns auch noch gerade was Strom besorgen. Moment! Ja, kleines Problem natürlich, das sind viele LEDs und wenn die alle leuchten, das zieht eine Menge. Beim letzten hatte ich, glaube ich, irgendwas von 3-4 Ampere gesagt, also wären das hier 8 Ampere, boah. Wo kriegen wir denn ein Netzteil her, was 8 Ampere kann? Oder am besten nochmal 4? Na, wie wär's denn mit dem hier? Gutes altes PC-Netzteil. Die reichen meistens. Der hier macht bei 5 Volt 19 Ampere. Naja, ich glaube, das sollte reichen. Realistisch gesehen werden wir zu keinem Zeitpunkt alle LEDs auf Weiß hier gleichzeitig anhaben. Vor allen Dingen auch, da die Multiplex sind, selbst bei Weiß ist nicht 100%. Ja, im Prinzip, man kann hier die roten und schwarzen Kabel holen. Ich habe das hier schon gemacht und entsprechend fällt da dann schon 5 Volt raus. Das Einzige, was man noch machen muss, die Netzteile sind standardmäßig ja aus und werden vom Mainboard eingeschaltet. Ich habe jetzt einfach hier so einen guten alten Netzteiltester dran. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal ganz früher gezeigt. Der macht alles Notwendige. Ansonsten, was ihr machen müsst, ist das Power-On-Kabel, üblicherweise grün, mit einem schwarzen verbinden, auf Ground ziehen und dann springt das Netzteil an und dann können wir uns auch die 5 Volt holen. So, wie ihr seht, ich habe diese definitiv nicht für 19 Ampere gerateten Klemmen geholt und am Ende sind dann hier die fertigen schon dran, das heißt fertig einstecken, die Kabel habe ich zum Glück mitbekommen und theoretisch war es das. Jetzt müssen wir nur noch programmieren, ein Kaltgerätekabel eventuell besorgen und vielleicht das Ding rumdrehen, wenn wir sehen wollen, welche LEDs jetzt nicht gibt. Auf der PC-Seite, habe ich ja eben schon gesagt, gibt es eine fertige Library, das ist PX-Matrix. Das ist relativ einfach zu benutzen, basiert auf der Adafruit GFX-Library. Und das macht uns das Leben natürlich relativ einfach. Das ist quasi ähnlich anzusteuern wie auch die TFTs und so. Und OLEDs. Ich glaube, ich habe schon mal ein paar Sachen dazu gezeigt. Wir sehen ja auch schon mal, was das Ding kann, also so Uhr und Dinge animieren. Wobei es ein paar Einschränkungen gibt, ESP8266 und so, die haben nicht so viel Timing und Speicher. Man ist bei den Farben beschränkt, man ist bei der Framerate beschränkt. Also Zurückhaltung üben bitte. Hier unten sieht man nochmal, was alles supported wird. Also ich habe ja ein 64x64er Display mit 32. Das ist zwar, glaube ich, nicht P3, aber ne, kommt schon hin, wird definitiv unterstützt. Denn am Ende, solange die Pixel stimmen und die Auflösung stimmt, ist dem egal, was das für ein P ist. Das P ist im Übrigen der Abstand zwischen den LEDs. Also P3 heißt, die Mitte der LEDs ist jeweils 3 mm von der nächsten LED entfernt. Und je größer es wird, desto weiter sind die LEDs auseinander, desto größer sind sie. Aber soll uns hier mal nicht stören. So, wir sehen, hier ist alles nochmal ganz toll beschrieben. Und das haben wir ja schon alles gemacht. Und spätestens, wenn wir dann zu den größeren Controllern kommen, ESP32 kann durchaus hier so ein 10 Frames per Second MJPEG dekodieren. Reicht für kleinere Filmchen. Und das hier ist auch ganz cool. Das ist von Brian Locke. Das war nämlich auf der Maker Faire. Da hatte ich auch ein bisschen zugeguckt, wo sie damit rumgespielt hatten. Das ist im Prinzip der ESP32 und per Beschleunigungssensor ist hier so Sand drauf. Sieht ganz cool aus. Ist jetzt aber ein bisschen übertrieben für uns. Wir wollen einfach nur mal gucken und das Ding in einer Farbe leuchten lassen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Für Arduino-Nutzer heißt das Library Manager, danach suchen, fertig. Und für die anderen, da ist es auch überall drin. Und an der Stelle war ich dann jetzt auf dem Weg, das Ganze mit Platform.io zu machen. Ich meine, das geht ja relativ einfach. Platform.io, INI, da die Library eintragen und gut ist. Kleines Problem, die Library scheint im Moment zumindest irgendeinen Bug zu haben. Wenn ich es mit Platform.io hochgeladen habe, kam nichts Sinnvolles bei den GPIO-Pins raus. Also doch rüber zu Arduino, habe damit am Ende den Code, den ich jetzt zeige, hochgeladen und damit funktioniert es dann auch. Also momentan besser die offizielle IDE benutzen oder mal Ausschau halten, ob es schon einen Bugfix für die Library gibt.
Den Hauptcode, den habe ich mir aus einem von den Examples einfach rausgeholt. Hier oben, das können wir im Prinzip ignorieren. Das sind die ganzen Pin-Belegungen, die Größe vom Display und die Interrupts. Das Einzige, was hier dazwischen ist, was von mir ist oder ich zusammenkopiert habe, ist hier die Farben. Was ist rot, was ist grün, was ist blau, was ist dunkel? Wobei wir dunkel noch nicht mal in Verwendung haben. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal weiter zum Setup. Im Setup macht er nur die serielle Schnittstelle auf, startet das Display. Die 32 ist, weil das hier ein 1/32 Scan-Display ist. Bei mir steht es hinten drauf. Im Zweifelsfall kann man durchprobieren oder hier mal in der Liste gucken. So 32 mal 16 zum Beispiel könnte ein halb, ein Viertel oder ein Achtel sein. Und wenn man irgendwie 64 mal 32 hat, ist das sehr wahrscheinlich ein 1/16. So kann man dann schon mal grob abschätzen, was man da hat. So, nächste. Wir sagen, er soll das Display komplett löschen, wenn schon was drauf ist. Und wir schalten die Display-Updates ein. Dann warten wir 3 Sekunden und dann gehen wir in die Loop. Die ist hier unten. Hat einen Counter, zählt von ja, 0 oder hier dann 1 hoch. Und zwar, wir warten 2 Sekunden, machen das Display sauber und dann gucken wir, was in welcher Schleife sind wir. Beim ersten Mal macht er alles in Rot. Und eventuell sollte ich die Texte noch passend ändern. Er macht also das komplette Bild rot. Er sagt Draw Image 64 mal 64 Pixel mit Rot, was wir oben definiert haben. Dieses Draw Image, das geht einfach nur Pixel für Pixel durch und sagt hier Display Pixel dieser Pixel bitte in dieser Farbe. Und ja, ich glaube, da ist nicht viel zu sagen. Wir machen einfach alle Pixel nacheinander in einer Farbe. Danach springt er hier raus, würde wieder hier oben ankommen, 2 Sekunden warten natürlich. Dann geht es in die nächste, dann macht er alles grün. Bei der nächsten Runde macht er alles blau und setzt den Zähler zurück. Das heißt, nach 2 Sekunden sind wir wieder rot. Eigentlich relativ einfach. Ich würde sagen, wir laden das direkt mal hoch. Aber immerhin, man kriegt's hin und wir sehen, oh, 2 tote blaue Pixel. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall dann jetzt was wir reparieren können. Und was ich jetzt gemacht habe, ist hier einfach ein Aufkleber drüber, wo ich drauf geschrieben habe B für blau. Und da entsprechend sieht man unten drin in der Lücke, die ich reingemacht habe, da ist die LED. Das heißt, ich kann dann später auch, wenn die Lampen aussehen, erkennen, welche LEDs kaputt sind. Gut, ich habe noch ein paar Panel davon. Ich klemme jetzt einfach mal die Kabel hinten um und dann nehme ich mir die anderen vor. So, und ich habe alles beschriftet. Hier auf dem Panel ist eine grüne kaputt. Hier haben wir eine blaue. Auf dem nächsten eine rote. Und auf dem letzten Panel eine blaue und noch eine blaue. Das ist erstaunlich wenig. Bei meinen Vortests hatte ich da eigentlich mir mehr aufgeschrieben. Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass da ein paar Temperaturabhängige dabei sind. Aber gut, das Panel hier fange ich jetzt erstmal an zu reparieren. Hat zwar nur eine blaue kaputt, aber wenn wir auf der Rückseite gucken, da ist auf einer Seite so ein bisschen das Plastik rausgebrochen. Von daher ist das Panel eh schon kaputt. Kann ich nicht mehr ganz so viel kaputt machen. Und ich würde sagen, mit dem wandern wir mal zur Werkbank. So, also, diese LED ist kaputt und jetzt müssen wir gucken, wieso. Da kann es 2 Gründe für geben. Entweder die LED selber ist kaputt oder der Treiber ist kaputt. Ich gehe eigentlich von der LED selber aus, weil wenn der Treiber betroffen ist, wir haben ja Zeilen- und Spaltentreiber, dann hätte ich eher vermutet, dass eine ganze Spalte oder eine ganze Zeile ausfällt von der Farbe. Aber wir haben ja nur diese eine einzige. Problem, wenn wir uns das mal näher angucken, da ist nichts an Lötstellen zu sehen. Das liegt daran, dass wir hier noch ein Gehäuse haben. Und zwar hier dieses Schwarze, was wir sehen, was hier so rüber geht. Und auch die schwarzen dazwischen, die von oben nach unten gehen. Das ist so ein Plastikschutz, der von vorne drüber gemacht ist. Glücklicherweise ist das nicht ein großer Schutz für das gesamte Panel hier, sondern das ist in 4 Quadranten aufgeteilt. Das heißt, wir haben hier unten in der Ecke, hier, hier und hier jeweils ein eigenes Gitter. Ich muss gerade mal gucken. Das hier ist gerade so am Rand von 2 Gittern, denn hier die beiden, da ändert sich das. Das heißt, die sitzt hier. Ich muss das untere Panel abnehmen. Und das geht relativ einfach und zwar, wenn wir sehr genau hingucken, hier sind ab und zu ein paar kleine Schräubchen dazwischen. Und die müssen wir rausdrehen, dann kommen wir da weiter. Das sind im Übrigen auch die Schrauben, die auf der Rückseite so ekelhaft, man kann mal hier hingucken, hier in der Mitte einfach mal so hochstehen. Das sind die, wo man jedes Mal reinpackt. Macht keinen Spaß, ich sag's euch. Gut, viele Schrauben, glücklicherweise habe ich ja noch den hier, also sollten wir gleich haben. Okay, bis auf die mittlere habe ich alle raus. Die dreht frei. Ich glaube nicht, dass die irgendwo reingeschraubt ist. Und jetzt sollten wir das aufmachen können. Wir müssen jetzt aufpassen, hier ist alles los. Das heißt auch das Panel mit den LEDs. Das Board wollen wir aber nicht zu sehr knicken.
Das heißt, aufpassen hier an der Seite, dass man wirklich nur diesen Frame erwischt und dann kann man den hier so runterziehen. Ihr seht schon, das Plastik löst sich jetzt, okay, bis auf die eine, wo die Schraube in der Mitte ist. Aber ich denke jetzt, wo sie ein bisschen schräg steht, werden wir wohl hoffentlich Grip bekommen. Dann haben wir die auch draußen. Und jetzt aufpassen, dass ich meine Beschriftung nicht verliere. So, die lassen wir mal da. Die klebt zum Glück noch auf dem anderen mit drauf, deswegen geht das. Das können wir dann hier auf Seite tun. Und jetzt kommen wir hier auch da dran und sehen auch die einzelnen Lötstellen. Das dürfte schon mal deutlich besser funktionieren. Ich muss gleich mal gucken, eventuell werde ich das obere Gitter auch noch wegmachen, weil ich da gleich ja mit Heißluft dran muss und ich weiß nicht, ob ich genügend Schirmung hinbekomme. Sache ist jetzt, wenn wir davon ausgehen, die LED ist kaputt, ja, Ersatz-LED. Gibt es zwei Möglichkeiten. Eine wäre, ich hole einfach die LED und tausche sie dann zum Beispiel gegen eine Ecke oder sowas, wo es nicht ganz so tragisch ist, wenn ein Pixel fehlt, anstatt mittendrin. Andere Möglichkeit, ich opfere ein Panel, entweder eins von hier den oder hier das kleine, was ich noch habe. Ist aber auch eher uncool, ne? Naja, glücklicherweise leben wir in einer Zeit, in der man sehr viel klopfen kann. Und wenn man an genügend Stellen genügend hart klopft, dann fällt was raus, unter anderem auch das hier. Ich habe endlich irgendwo einen Händler gefunden, der passende LEDs hoffentlich vertreibt. Die sind nicht hundertprozentig. Ich glaube, die muss man irgendwie um 180 Grad verdreht reinbauen. Aber es ist dieselbe Größe wie die LEDs und es sollte RGB sein. Und das Pinout, wenn man so hin und her dreht, scheint das zu passen. Ich hoffe, das stimmt. Ich werde es gleich mir natürlich vorher mal ausprobieren. Und ja. Erstmal würde ich sagen, wir gehen hier mal mit Messgeräten dran, gucken, was die LED denn sagt, ob wirklich blau kaputt ist, wie es hier jetzt notiert ist, oder ob wir tatsächlich eher ein Treiberproblem haben. Das heißt, ich hole jetzt erstmal ein Labornetzteil, gebe auf die Pins für blau per Handlicht Strom drauf und gucke, ob es dann leuchtet. So, und wenn wir hier unterm Oszilloskop gucken, da sehen wir auch schon ein bisschen mehr. Wir sehen hier entsprechend die ganzen Traces, den Bias und mal wieder eine kaputte Pinzette. Außerdem sehen wir, dass die LEDs markiert sind. Die haben hier an einer Ecke so eine abgeflachte Ecke. Und was ich jetzt mal machen werde, ist hier ein bisschen was reinritzen. Die Ecke, dass ich die LED auch wiederfinde. So, die dürfte genügend kaputt jetzt sein, sodass ich hier meinen Aufkleber auf Seite holen kann und trotzdem noch weiß, wer gemeint ist. So, die leuchtet nicht, wie ich möchte. Also geben wir mal hier an der Seite ein bisschen Saft drauf, gucken, was noch klappt und was nicht. Also tun wir mal Dinge, die man nicht tun sollte. Und zwar, obwohl da Schaltung hinten dran ist, versuchen hier Dinge mit Strom zu versorgen. Ich rate einfach mal, dass das hier eventuell... Nee, Moment. Doch, das könnte Plus sein. Und... Nein. Ich glaube, blinken da die anderen blau? Ja. Hier ist grün, das rot geht, grün geht und blau geht nicht. Also das scheint wirklich ein Problem zu sein. So, die Frage ist, wie kriege ich den am sinnvollsten raus? Am schönsten wäre natürlich, können wir den hier in blau machen? Oh nee, wenn ich hier dran halte, ist blau auch dunkel. Okay, Moment, das ist nicht gut. Dann machen wir erstmal hier ein bisschen den Strom hoch und gucken, ob das was hilft. Nicht, dass wir da uns irgendwas anderes kaputt machen oder ein Problem erzeugen. Rot, grün, blau. Okay, ja, man sieht auch schon, dass da die blau nicht leuchtet. Ich sehe, dass die ein bisschen glimmt, die gar nichts macht. Und auch hier. Okay, also es ist definitiv die LED, die ein Problem hat. Und die muss jetzt hier raus. Frage, wie? Theoretisch Heißluft, nur Heißluftproblem, da löse ich wahrscheinlich auch alles andere da auf. Na egal, wird schon passen. Ich gehe mal auf die Suche, ob ich noch so Captain Tape habe, also solches Band, was hitzebeständig ist. Damit versuche ich dann mal hier ein bisschen abzukleben. Ich werde das obere Gitter auch noch entfernen, nur als Sicherheit, weil ich weiß nicht, wie hitzebeständig hier dieses Plastik ist, was hier drauf gemacht wurde. Und ja, danach, wie gesagt, abkleben und hoffen, dass das dann halbwegs sinnvoll darunter geht. Schauen wir einfach mal die Pinbelegungen uns an, ob die neue LED, die ich da gefunden habe, sich tatsächlich irgendwie verwurschteln lässt. Und wenn nicht, irgendwie kriegen wir es bestimmt hin.
Tja, geizig wie ich bin, habe ich von diesem Tape natürlich nur die extra breite Variante. Ich versuche es mit ein bisschen Alufolie auszugleichen. Na, gucken wir einfach mal, dass wir zumindest die grobe Hitze da weghalten können. Das wäre ja zumindest mal ein Anfang. So, sieht es nach einer guten Idee aus? Nein! Aber es ist zumindest eine Idee. Wir haben hier in der Mitte die LED, die raus soll. Wir haben die anderen LEDs so ein bisschen abgeklebt hier mit dem Band und dann Alufolie so als Hitzeabweiser. Hoffe ich. Und dann würde ich mal sagen, luftfrei. Und dann gucken wir mal, ob wir das da rausbekommen. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Man hat leider gesehen, dass der Lötzinn relativ nah auch mit dem Kleber geschmolzen ist oder dem Gehäuse. Aber immerhin ist es ab und die nebenan sehen noch heile aus, soweit ich das sehe. So, schauen wir uns mal die LED an, wie die aussieht. Holen wir die mal irgendwo hin, wo das nicht so reflektiert. So, da sind wir doch und sie ist was mitgenommen. Hier oben rechts an der Seite ist sie ziemlich geschmolzen. Ansonsten sieht sie noch jetzt nicht so schlimm aus. Na gut, was wir jetzt auch schon mal haben ist, wir können uns mal die Unterseite angucken, wie die aussieht. Okay, wir haben einen Kanal und wir haben die vier Pins. Zumindest mal einen Anhaltspunkt. Da nehme ich mir direkt noch mal einen aus der Packung und mal schauen, ob das dann funktioniert. So, Unterseite sieht schon mal gut aus. Wir haben auch den Kanal, wir haben auch die vier Pins. Nein. So, versuchen wir das nochmal ohne die LED wegzuschießen. Und wenn wir die nebeneinander legen, die sehen doch schon sehr gut und ähnlich aus. Die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist jetzt natürlich, wie schaut das aus beim Thema Pinbelegung? Denn ich meine, die war unterschiedlich. Theoretisch, so vom Innenleben würde ich sagen, die ist gleich. Also wenn ich hier die Ecken an dieselbe Stelle lege, dann haben wir, ja, auf der Kamera kann man es nicht wirklich sehen, aber wir haben tatsächlich hier beim Innenleben dieses große Teil in der Mitte, was dann so nach oben geht. Die kleinen unten zwei Stück, oben in der Ecke einen. Also das sieht eigentlich relativ identisch aus. Haben wir denn noch unseren Strom da? Das müsste doch eigentlich jetzt mit Glück noch funktionieren, oder? Die alte LED hatte hier grün, da oben blau, was nicht mehr ging, und hier rot. Doch, da hat es rot geblinkt. Und Trommelwirbel, rot, das ist schon mal gut. Okay, yes, grün! Boah, das ist ja besser als gedacht. Und blau. Okay, im Gegensatz zur Angabe auf der Webseite, wo das Pinout anders war als das, was ich da gesehen habe, hat der hier offensichtlich dasselbe Pinout wie die LED, die ich ausgebaut habe. Und das heißt, 1:1 tauschen. Boah, das ist ja einfacher als gedacht. Gut, die lege ich mir mal auf Seite, die brauche ich gleich noch. Die hier lege ich mir in den Elektroschrott, die brauche ich nicht mehr. Dann bauen wir mal ein paar LEDs um. Okay, dann gucken wir mal, auch wenn das hier ziemlich hell ist gerade, ob wir da unten ein bisschen frisches Lot drauf bekommen. Ich meine, das geht noch, aber lieber noch einen Ticken drauf. Versuchen wir uns mal. Problem ist jetzt natürlich, der Lötzinn, der steht jetzt natürlich hoch. Ist wahrscheinlich deutlich zu viel, aber grobe Richtung ist okay. Nehmen wir mal die Heißluft und brutzeln nochmal. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe, ohne alles kaputt zu machen, ob ich den Lötzinn tatsächlich geschmolzen bekomme. Ich blase jetzt erstmal von weiter weg, dass ich das Ganze ein bisschen aufwärmen kann. Wow. Die halbe LED schmilzt, der Lötzinn nicht. Oh. Aber probieren wir einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Schauen wir erstmal, ob die LED selber noch geht. Rot, grün, blau. Okay, das geht noch. Bei blau sehe ich, dass die daneben an auf jeden Fall leuchten. Das ist doch gut. Dann machen wir mal hier den Spiegel weg ein bisschen. Jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Also rot. Okay, und die Nachbar-LEDs leuchten auch. Das ist gut. Grün und blau.
Gut, jetzt probieren wir das mal andersrum. Ich gehe mal auf die Nachbar-LEDs. Das ist gut. Die leuchtet. Das heißt, der ist schon mal verbunden. Und das hier müsste eigentlich auch gehen. Jo, perfekt. Also, obwohl es nicht ganz so aussieht und obwohl sie leicht angekokelt ist, würde ich trotzdem sagen, dass die hier wieder nutzbar ist. Also, zumindest mal in der Theorie. Also, ich würde sagen, unser Gitter kann wieder drauf und theoretisch müsste das hier dann eine fertige und hoffentlich wieder funktionsfähige LED sein. Mal gucken, passt auch noch das Ding drüber? Ja, so halb. Also, eine gut warme LED, aber eine funktionierende LED. Ich baue das Panel mal zusammen und dann gehen wir mal wieder testen, ob das funktioniert hat. Also, klemmen wir das Geraffel mal wieder an. Und dann schauen wir, ob das funktioniert hat oder ob wir jetzt irgendwie alle LEDs in der Ecke zerstört haben. Okay, rot komplett, grün komplett, blau komplett. Sehr schön. Also einer fertig, drei haben wir noch. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ich mache entsprechend mal diese Frontpanel da ab. Und dann gucken wir, dass wir auch da die LEDs getauscht bekommen. Hoffentlich mit nicht ganz so vielen Brandschäden. Jetzt geht auf einmal rot wieder. Okay, ich glaube, da ist einfach nur die Lötstelle kaputt. Interessant. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Er ist nicht immer ganz so hell, wie ich es gerne hätte, aber er ist auch nicht ganz aus. Ich würde einfach sagen, wir halten mal die Lötspitze da dran und gucken, ob das schon hilft. Vielleicht ist ja einfach nur eine Lötstelle, die nicht mehr ganz in Ordnung ist. Anscheinend nur eine kaputte Lötstelle. Okay. Na, das macht's einfacher. Dann, ja, Gitter wieder drauf und dann können wir da weiter zum nächsten gehen. Und ich möchte mal kurz festhalten, hier an dem Ding habe ich noch nichts gelötet und diese LED hier, die ist wohl schon mal ein bisschen warm geworden. Also, ja, das ist im Übrigen nicht die kaputte, das ist die kaputte ist die daneben. So, und ich habe sie jetzt alle nochmal getestet und die meisten funktionieren auch, aber der hier, warum fehlt da ein Stück Blau? Ich meine, ja, im Moment fehlt auch noch jede zweite Zeile so in etwa, aber wenn ich hier ein Kabel wackeln, das ist einfach nur irgendwo ein Wackelkontakt. Das Ganze mit dem Einstecken hier ist nicht ganz so toll. Aber so oder so, hier fehlt definitiv zu viel Blau. Was zum Geier ist denn da passiert? Okay. Okay, und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das ist nämlich unser blauer Kanal. What the heck ist da passiert? Also der war eben offensichtlich noch da und ist jetzt irgendwie während der Reparatur abhanden gekommen. Ich habe aber keine wirkliche Ahnung wie, denn naja, ich habe eigentlich nur auf der Oberseite gelötet. Wenn es zu heiß geworden wäre, dann hätte ich eher vermutet, dass hier irgendwie das Ding so abfällt und zumindest noch die Pads ein bisschen da bleiben. Und nicht die Pads so sauber abgehen. Vor allen Dingen, wir hatten ja hier auch ein Trace, was irgendwie so halb noch dran war. Das heißt also, das sieht mir eher nach mechanischer Einwirkung aus. Nur woher? Denn hier ist direkt schon der Frame. Das heißt also, eigentlich ist das an der Stelle relativ geschützt. Und ich habe jetzt auch eigentlich mechanisch nichts so Großartiges gemacht, was da hätte ein Problem sein dürfen. Also keine Ahnung, wie das abhanden gekommen ist hier. Auf jeden Fall jetzt schlecht, denn das heißt, hier unten die Ecke kam definitiv kein Blau mehr. Es sei denn, ich finde den Chip nochmal oder besorge mir einen alternativen Chip, der dieselbe Funktion hat. Und löte dann hier Beinchen für Beinchen das alles wieder separat ran. Und considered, aber what the heck, wie ist das überhaupt passiert? Ja, und ich würde sagen, so prinzipiell hat mein Konzept funktioniert. Ich meine, die LEDs haben danach alle wieder funktioniert. Und das Problem hier mit dem Flackern und so, wenn man statt hier diesen Kabelwust, der im Moment hier hinten in der Ecke ist, irgendeinen Adapter benutzt, es gibt da fertige zu kaufen oder man kann sich selber welche ätzen, dann sind auch die Verbindungsprobleme nicht ganz so problematisch. Ja, das Panel, wo hier irgendwie ein IC, wieso auch immer, da abhanden gekommen ist, hier unten, muss ich mal schauen. Ich versuche es auf jeden Fall zu reparieren, denn, ja, ich hätte den eigentlich schon gerne gehabt. Keine Ahnung, was da passiert ist, weil, wie gesagt, es ist auf jeden Fall mechanisch passiert, also irgendwas ist da drauf gehauen. Nur, ne,
mit dem ganzen außenrum. Ja, dumm gelaufen. Hätte ich wohl ein bisschen mehr aufpassen sollen. Wie auch immer, immerhin, drei Panel sind jetzt wieder komplett einsatzfähig und ich würde sagen, die tun zumindest erstmal, was sie sollen.